Hallöchen Leute und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fulltime Radio. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine, wäre ja auch sonst langweilig. Ich habe mir heute einen Gast nur dazu geholt, und zwar den lieben Sirlo von Sirlo. Hi, ich bin der Sirlo von Sirlo und ich bin heute dabei bei dem Fulltime Radio Podcast mit mir und dem Fulltime. Ja, hi. Sag mal Sirlo, wie geht's dir so? ganz angenehm jetzt eigentlich nach der Gamescom-Zeit. Es war halt eine sehr anstrengende Zeit für mich jetzt und auch für viele andere YouTuber wahrscheinlich. Aber mittlerweile habe ich es jetzt ein bisschen ausklinken lassen, ein bisschen gechillt im Bett und ja. Jetzt so, geht's wieder ansatzweise gut. So, du bist ja auch YouTuber, ne? Hab ich so gehört. Okay, was machst du denn so? Erzähl mal. Ich mache, was auch perfekt zum Thema, den ihr schon im Titel sehen könnt, passt. Pokémon-Videos. Ja. Insbesondere nicht so viel Let's Plays, aber eher Reviews zu Hacks. Kleine kurze Videos, wo ich das anteste. Oder auch halt News-Videos, die sehr beliebt sind. Und auch vieles andere noch. Theorien und alles Mögliche eigentlich. Ja, also Poketuber durch und durch. Könnte man so sagen, ja. Ja. Also Leute, das heutige Thema geht rund um Pokémon Sun and Moon. Ich dachte mal, darüber wollen wir auch reden. Und zwar nicht nur irgendwie ein kleines Thema, sondern halt alles so drum und dran. Und ich dachte, wir fangen mal darüber an zu reden, wie wir das mit dieser Trailerflut finden. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, füttert uns, ich weiß nicht, ob das Game Freak oder die Pokémon Company ist, aber halt. Das sind sie alle, das sind alles Teufel. Die haben so eine ganze Organisation im Hintergrund. Ist ja die Pokémon Company, die da, glaube ich, das Marketing regelt und Trademark und so eine Scheiße. Genau, oder? Ich glaube, das geht alles über die Pokémon Company, ja. Ja, auf jeden Fall, die beschießt uns ja mit Trailern und neuen Gameplay-Ausschnitten und hier und da. Und ich dachte, wir reden einfach mal darüber, wie wir das Ganze finden. Weil ich persönlich habe manchmal so das Gefühl, man kennt schon das Spiel, bevor es überhaupt draußen ist, und man kennt es schon irgendwie viel zu gut. Genau, das Problem habe ich mittlerweile auch damit. Vorab noch kurz, da habe ich mit dem lieben Herrn Morgerecht drüber geredet. Es gibt nämlich so eine kleine Tabelle, wo man immer sehen kann, wann was hochgeladen wurde von Nintendo bzw. Game Freak oder Pokémon Company. Und sie haben an bestimmten Daten, also bzw. der 11. ist, glaube ich, immer im Monat der 11., wo was immer hochgeladen wurde. Eigentlich relativ komisch, dass sie es so geordnet haben, weil am 11. jedes Monats kam es jetzt ein paar Monate immer ein Pokémon raus. Jedes Mal ein neues Pokémon? Mhm. Ich weiß nicht, ob dieses Monat auch so war, aber der vorherigen Monate, da war das immer so und das war relativ komisch. Womit ich mich auch mit ein paar Leuten von Nintendo vor Ort bei der Gamescom unterhalten habe, ist halt, dass wir viel zu krass gespoilert werden. Ich meine, wir kennen jetzt schon wie viel Pokémon? Über 20? 30? Oh, ich habe jetzt die Pokémon-Wiki-Seite offen und das sind schon eine Menge. Das sind echt schon eine Menge und wie viel gibt es? Ungefähr 100 wollten die, glaube ich, einführen, wenn überhaupt. Und ich finde, das ist halt ein bisschen schade, dass wir jetzt schon so viel zu Gesicht bekommen. Die meisten Leute sagen auch zu mir immer, yo, warum spoilerst du das alles so? Du kannst es einfach nicht anders. Wenn du auf Twitter gehst, siehst du ja auch schon alles. Du siehst es ja so oder so. Ja, aber bei dir ist ja auch einfach die Sache, du als Poketuber, du machst sowieso Berichterstattung. Und genau. Wenn du halt so eine News nicht zeigst, weil du denkst, oh nö, ich möchte nicht spoilern. Es gibt Leute, die haben dich dafür abonniert. Das Ding ist, die Mehrzahl wollen es ja sehen und man kann halt nicht immer auf die ganzen wenigen Leute halt Rücksicht nehmen. Natürlich würde ich es gerne, aber es geht halt nicht immer. Weil wenn ich jetzt die Pokémon, die jetzt neu sind, nicht ins Thumbnail reinklatschen würde, wer würde sich das dann angucken? Wenn ich einfach so Silhouetten reinhaue, das würde doch keinen interessieren, deswegen. Das würde ich ansprechen. Weiß nicht, aber kann sein. Was ich halt immer sehr seltsam finde, ist, Leute sagen immer, oh, Spoiler, Spoiler, bitte spoiler mich nicht, selbst, keine Ahnung, bei Sachen, die schon uralt sind, dann wollen sie nicht gespoilert werden. Aber jetzt in dem Fall scheinen ja viele Leute wirklich Interesse daran zu zeigen, an den ganzen Trailern und den ganzen neuen Pokémon. Und da frage ich mich, warum eigentlich? Es ist so im Prinzip genau das Gleiche. Ich meine, das nimmt komplett die Überraschung. Das Ding man hat halt nichts gezeigt zu diesem Spiel bis Februar, glaube ich. Und da war auch nur der Titel, der gezeigt wurde. Weißt du, das war halt nichts. Und dann kam März, glaube ich, kamen die ersten kurzen Sachen raus. Da kamen die Starter, wurden dann geleakt und das war's dann. Da hat man gesagt, so, jo, das ist eigentlich relativ wenig. Und dann kommt in kleinen Schritten immer und immer mehr. Das Ding ist, wenn man in kleinen Häppchen wenig liegt, dann kommt jetzt nicht so viel rüber, als wenn man in zwei, drei Häppchen sehr viel liegt. Ich glaube, dann wäre das Geschrei groß, wenn man das in wenigen, also in drei Trailern sau viel liegt, als in 10 Trailern nur ein Pokémon oder so.
Ja. Das Ding ist halt, die machen das eigentlich marketingmäßig sehr, sehr gut. Ich meine, die Trailer haben immer 1 Million Aufrufe oder so, die haben sau viele Aufrufe, du siehst halt, dass die Leute das interessiert. Es interessiert die as fuck, das ist einfach nur krass, wie viele Leute sich für diese Trailer interessieren. Ich meine, bei mir selbst kriegen die pro Trailer, glaube ich, 10.000 Aufrufe, weil, weiß nicht, das interessiert die einfach. Und ich kann mir nicht, ich verstehe selber nicht, warum die Leute sich so krass dafür interessieren. Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich sie furchtbar langweilig finde. Die Trailer? Ja, ich habe mir ein paar... Wenn du sie halt mit anderen Trailern von anderen Firmen, wie zum Beispiel bei Square Enix oder so vergleichst, das ist nichts. Das ist einfach nur Gameplay-Ausschnitt, das war's. Ja, das aber ist ein bisschen... Aber das ist das, was die Leute einfach sehen wollen. Die wollen kein Blabla dahinter und keine krasse Animation davor. Die wollen einfach das Pokémon sehen und sehen, was es drauf hat. Mhm. Und ich glaube, das reicht sogar auch einfach bei den Trailern. Ja, ich glaube, Moggy hat das mal gesagt, das fand ich halt sehr, sehr passend, weil das halt auch irgendwie so meine Meinung widerspiegelt. Es nimmt halt alles so ein bisschen die Überraschung weg. Ich meine, genau. Sein Beispiel war bei diesem Mimikma oder wie das heißt, das Pikachu-Geist-Ding, ne? Ja, ich meine, wie überraschend wäre das denn gewesen, wenn du auf einmal das so plötzlich irgendwo als wildes Pokémon gesehen hättest und dir dachtest, hä, was ist das denn für ein Pikachu, ne? Es wäre so ein großes großer Überraschungsmoment gewesen. Aber der ist halt irgendwie für die Leute, die jetzt die ganzen Trailer mitverfolgt haben, irgendwie nicht mehr wirklich da. Das ist natürlich im Vergleich zu früher ein sehr guter Minuspunkt. Bei Diamant und Perle habe ich mich null spoilern lassen, weil ich einfach dachte so, yo, du kennst zwar schon die Starter und sowas all und kennst schon ein paar Pokémon-Karten von dem Spiel, aber ey, ich will mich jetzt nicht spoilern lassen, ich hole mir das zu Weihnachten, kriege das geschenkt, ich will nichts davon hören, ich will es einfach dann genießen, wenn ich spiele. Und ich habe es einfach genossen und ich habe mich auch richtig über die verschiedenen Pokémon, die ich da sehen konnte, gefreut. Ich weiß noch, als ich dieses Zepurze gesehen habe und die dachten so, Alter, was ist das für ein komischer Schrei von dem? Und das wird ja halt weggenommen hier, weil vor allem dieses Mimikma ist ein besonderes Pokémon, muss man sagen. Ich meine, das sieht aus wie Pikachu und ich wäre, glaube ich, ausgeflippt im Let's Play, wenn ich das Let's Play halt das spiele. Und die wird halt schon sehr viel vorweggenommen. Diese Inselquests, diese Inselkönige, die allgemein die ganze Region ist ja schon vorweggenommen, weil du kannst ja schon alles sehen, was da auf den Inseln drauf ist. Finde ich schade. Apropos Inseln, gut, dass du es ansprichst. Ja. Gehen wir mal zum nächsten Thema über. Ich denke, wir haben unsere Meinung deutlich gemacht. Und zwar, Pokémon Sun and Moon ist ja so ziemlich das erste Pokémon-Spiel, was wirklich die Gameplay-Formel umkrempeln möchte. Zwar nicht gravierend, aber im Prinzip, man ist ja immer losgelaufen und hat die 8 Orden geholt, also die 8 Arenen besiegt und ist ab zur Pokémon-Liga gegangen. So wie es bei Sun and Moon aussieht, ist dies ja nicht mehr der Fall, sondern die haben ja diese 4 Inseln und man geht auf jede einzelne Insel drauf und macht da diese Insel-Challenges. Und das scheint wohl, ich denke mal, also man hat jetzt bisher nichts anderes gesehen als das, das ist halt quasi die Arenen ersetzt. Was hältst du denn davon? Derzeit weiß man noch nicht, ob es komplett die Arenen ersetzt. Viele glauben zwar noch, dass es auf jeder Insel 2 Arenen geben wird, aber ich vermute halt eher, dass es ersetzt wird. Wie gesagt, viele vermuten noch, dass es nicht ersetzt wird, aber ich vermute halt, dass es ersetzt wird durch dieses System. Und ich glaube, es wird auch nur bei diesem Spiel so sein, weil es halt da so perfekt hinpasst. Ich glaube, es stand sogar mal im Raum, dass du deine eigene Top 4 und deine eigene Pokémon-Liga aufbauen sollst dort in Alola. Und das fände ich sogar sinnvoll, dass du gegen die Inselkönige kämpfst, dich dann so als Sieger von allen erweist, weil du musst ja irgendwas bekommen. Weil du kämpfst ja nicht gegen eine Inselkönige so just for fun, du brauchst ja ein Ziel. Und das Ziel ist, glaube ich, einfach der stärkste Trainer zu werden und dann was aufzubauen dort. Ja, und das wird halt meiner Meinung nach am meisten Sinn machen. Zu der Sache mit der Gameplay-Änderung jetzt. Es wäre halt wirklich interessant, wenn halt diese Region noch keine eigene Pokémon-Liga hat und man die halt selbst aufbaut und die eigene Top 4 hat und dann die eigenen Arenen aufbaut. An sich schon interessant, aber ich weiß nicht. Ich sag mal so, es gab halt keine Anzeichen dafür, dass da irgendwie was Arena-mäßiges oder Top 4-mäßiges ist. Dieses Ding in der Mitte, dieses kleine Plattform-Ding, was man da sieht in der Mitte, auf der großen Karte, ist, glaube ich, das Einzige, was man so halbwegs als, naja, Standpunkt fürs Ende sehen könnte, aber
So an sich gibt es da nichts, was so auf Top 4 oder so hinweisen kann. Mhm. Finde ich jetzt zumindest, meines Erachtens nach. Ja, da hat man halt echt nichts zu gesehen. Ich weiß aber auch nicht, wie das bei anderen Sachen immer so war. Ich meine, ich habe das Marketing halt nie so krass verfolgt, außer bei X und Y ein bisschen, aber auch nicht so extrem. Mhm. Aber ich meine, selbst da hat man... Ich meine, man hat Arena-Leiter gesehen. Die haben, glaube ich, den ersten gezeigt oder so. Ich bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall die Arenen schon gezeigt. Ich glaube, das war zu sehen, weil ich glaube, ein Arena-Leiter hat uns ja auch sogar den Megastand übergeben, dass man da schon gezeigt hat, oh, das ist ein Arena-Leiter. Ich glaube, so war das auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Es ist wobei schon man auch sagen muss, dass bei X und Y das Marketing nicht so krass groß war. Man hat die Mega-Entwicklung beworben und das war es, glaube ich, im Großen und Ganzen auch zu X und Y. Ja, ich meine auch, dass es das war. Aber auf jeden Fall finde ich es sehr interessant, dass man halt nicht wirklich irgendwelche Gyms oder so sieht. Mhm. Und dass es halt wirklich so aussieht, als ob es eher nur diese Insel-Challenges gibt, anstatt halt die Arena-Leiter. Was ich auch gehört habe, das könnte ein Gerücht sein, ich weiß nicht, wie offiziell das ist, da kennst du dich besser aus, dass wohl die Insel-Challenges nicht nur aus einem Kampf bestehen, sondern auch so aus anderen Aufgaben. Und das ist das Ganze. Genau, das sind ja Missionen und die Missionen bestehen halt nicht aus Kämpfen. Die bestehen aus Sachen, die man machen muss. Ich habe dir ja zum Beispiel gerade eben ein Video geschickt, wo einer diese Sachen aufsammelt. Das ist ja auch so eine Mission. Diese Pokémon werden ja aufgesammelt, diese Seegucken-Dinger da. Und das ist auch eine Mission halt einfach. Das ist einfach nur irgendwas, was du machen musst. Du musst da und da mal durchgehen oder du musst diesen Wald hier durchklimmen und keine Ahnung, ihnen Kaffee bringen oder was weiß ich, irgendwie so simple Sachen halt einfach. Was ich halt auch oft mitkriege, ist, dass aufgrund der Inseln, über die wir können auch gleich mal ruhig über die einzelnen Inseln sprechen, aber allgemein diese ganze Struktur, dass viele Leute ziehen damit Vergleiche zum Anime. Ich glaube, das hieß Orange League. Die Orange Inseln, genau. Ja, genau. War ja recht früh. Da gab es aber Arenen. Das ist, glaube ich, nach Johto gewesen. Nach Johto? War das nicht vor Johto? Ich kann mal ganz kurz nachgucken, wenn du willst, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es nach Johto war. Na, auf jeden Fall, ich finde es halt ziemlich interessant, dass viele Leute da so Parallelen finden. Und allein auch die Sachen, dass man, glaube ich, da auch solche Aufgaben hatte, die man erledigen musste und so Wettbewerbe hatte und nicht nur Kämpfe waren, Das ist schon ziemlich interessant. Das Ding ist halt, auf der Orange Insel gab es halt 4 Arena-Leiter. Das zweite ist, da gab es verschiedene Formen von einem Pokémon. Auch dieses Kristall-Onix gab es da. Und es ist Staffel 2, also es ist auf jeden Fall nach Kanto dann und vor Johto. Ja. Ja, habe ich mir gedacht. Naja, reden wir mal über die einzelnen Inseln. Also, Womit willst du anfangen? Mit der Startinsel? Also mit Mele Mele? Können wir machen. Gut. Ich habe jetzt leider die Insel nicht aufgemacht. Ja, ich suche mal ganz kurz einen professionell. Aber die Insel, die Anfangsinsel heißt ja Mele Mele und ist die zweite von links, so gesehen. Warum? Hier kurz die Insel für dich. Was man halt direkt sieht, ist, dass da ja ein Vulkan ist. Bei der Insel. Ja. Und man sieht halt auch direkt, dass es nicht mehr, dass es einen anderen Grafikstil hat. Du gehst ja fast so wie bei X und Y halt in verschiedene Richtungen, aber du gehst halt nicht in diese 6-fachen Richtungen, sondern glaube ich sogar schon 8-fache Richtungen. Du hast halt links, rechts, oben, unten, dann hast du zwischen links und rechts was, dann hast du zwischen oben und rechts was und weißt du, sowas halt. Mhm. Dass du halt den 3D-Modus noch ein bisschen anders entdeckst. Aber du siehst halt, dass diese Insel nicht nur aus einer Stadt besteht, sondern aus mehreren Abteilen. Du hast ja dieses Dorf da, wo der Inselchef ist, da ganz oben. Dann hast du diesen Vulkanbereich, dann hast du nochmal die Hafenstadt da vorne und hinten ist ja auch nochmal ein Poké-Center und da hinten links ist nochmal ein kleines Dorf mit irgendwas Großem. Und dann gibt es da rechts oben nochmal eine Höhle, eine Grotte oder so. Also du siehst halt, dass hier eine Menge zu erkunden ist auf einer Insel und das finde ich halt relativ cool. Dass es halt mehrere Sachen auf einer Insel gibt und nicht nur eine Insel gleich eine Stadt ist. Das war, glaube ich, auf den Orange-Inseln auch so.
Ich finde es halt ganz interessant, die, so wie du das beschreibst, sieht das halt schon nach einer Menge aus, aber irgendwie sieht die Insel trotzdem ziemlich klein aus. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass das wirklich wesentlich größer ist, als man irgendwie denkt. Genau, das ist halt, sieht halt schon ziemlich klein aus. Siehst halt die Palmen da rechts unten. Mhm. So die Hälfte von den Palmen sollte ein Charakter sein, schätze ich mal von der Größe her. Mhm. Und das ist halt, die Insel ist halt echt nicht groß, wenn du es mal so siehst. Nee, aber dafür halt voll mit Dingen. Dafür halt sehr viel zu erkunden, muss man sagen, für so einen kleinen Bereich. Ja. Das war Mele Mele, ne? Genau, das war Mele Mele, das war die erste, also die Anfangsinsel. Ich glaube, neben Mele Mele, ich hoffe, ich vertue mich nicht, gibt es nur eine andere Insel, die wir gesehen haben, oder? Also die man bisher sehen konnte, und das ist Akala. Ich weiß nicht, welche Insel von denen Akala ist. Meinst du die rechts von Mele Mele, die mit dem anderen Vulkan? Ja, genau, die rechts von Mele Mele. Okay. Ja, warte, dann suche ich dann auch was da eben zu raus. Ja, nee, die Insel, die habe ich mal noch gar nicht gesehen. Obwohl, doch, die kann man in einem Trailer, glaube ich, ganz kurz sehen. Ja, ich meine auch. Ich weiß nicht mehr genau, aber es gab halt so viele Trailer, muss man halt sagen, aber du siehst halt auch, da, das ist halt ein Vulkan, dann immer ein bisschen Hafen, statt jede Insel hat halt so einen kleinen Hafen, damit man da halt auch mit dem Boot halt hin und her fahren kann. Aber an sich, so krass besonders ist die jetzt, glaube ich, auch nicht, oder? So krass unterscheidet sich jetzt auch nicht zu der Anfangsstadt. Nee. Die halt ein bisschen anders aussehen, ist die ganz ist links halt zum die Beispiel. Ganz links, ja, und die ganz rechts, weil die ganz rechts scheinbar da auch diesen so einen kleinen Eisteil hat und die ganz links da, hat so. Da sind ja, wenn wir kurz in der Alola-Form rüberkommen können, da sind ja auch zum Beispiel die ganzen Alola-Pokémon. Die sind da hochgewandert, genau. Und mussten sich da halt anpassen. Aber ja. Was ich interessant finde, ist die Insel ganz, ganz links, weil Canyon-mäßig, also das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht im Pokémon, so einen richtigen Canyon. Und ich finde, das könnte echt richtig krass aussehen. Ja, obwohl ich mich irgendwie frage, ergibt das Sinn? Also gibt es wirklich so ein Canyon auf einer Insel? Ich habe keine Ahnung, das frage ich mich einfach gerade. Es sieht so ein bisschen out of place aus irgendwie. Es passt nicht rein, ne? Es passt nicht rein. Irgendwie sieht es ein bisschen seltsam aus. Mhm. Aber was ich mich frage ist, ob sie es hinkriegen, dass die Inseln gleichermaßen irgendwie interessant bleiben, weil es sind halt Inseln, das ist alles das gleiche tropische Gebiet. Natürlich, aber ne? Guck mal, die unterscheiden sich ja schon mal ein bisschen. Sie unterscheiden oben sich. Oben links und oben rechts ist eher nicht so, aber das ganz links ist halt schon was dezent anderes. Und ich glaube, wenn du da halt verschiedene Aufgaben mit reinbringst und verschiedene Elemente mit reinbringst, zum Beispiel rechts gibt diesen Eisberg noch und verschiedene Eben noch Ebenen halt, weil du hast ja dann eine Grasebene, dann noch eine Bergebene, da jetzt eine Canyon-Ebene und sehr viel Wasser hast du bei der ersten Insel noch, wo du halt rumsurfen kannst in Gebiete. Natürlich unterscheiden sie sich so ein bisschen, aber du hast halt schon recht, du hast halt fast so halt das Gleiche auf jeder Insel. Ja, ich hoffe einfach nur, dass sie es hinkriegen, dass die Inseln nicht zu ähnlich sind, nicht zu langweilig dadurch die Umgebung werden. Kann aber natürlich sein, dass sie es halt eben gut hinkriegen, ne? Das wäre perfekt, ja. Ich denke aber auch, dass Hawaii einfach so eine Gegend ist, bei der es ein bisschen schwieriger ist, vielleicht mitzuarbeiten, anstatt sonst die Gegenden, wo sie mit zu tun hatten. Aber mal schauen, was sie draus machen. Ja halt, sonst haben sie es ja nicht mal so krass den Ebenen angepasst. Ich meine, Kanto, Johto waren ja beides Regionen in Japan. Ich glaub, die liegen sogar noch direkt nebeneinander, glaube ich. Mhm. Und ja, da hat man sich zwar mit, ich glaube, Mount Fuji ist ja der große Berg in Japan. Ja. Ist ja auch in Pokémon enthalten. Glaube ich zumindest. Es war, glaube ich, beim siebten Orden in Kanto. Da heißt der Mr. Fuji, glaube ich, der Typ, der da dieses Gebäude da hat. Dieses Gebäude, wo Mew drin ist. Da gab es einen Forscher, der heißt Mr. Fuji. Und im Heart Gold to Silver ist er ja dieser Vulkanausbruch gewesen. Das kann sein. Und ich glaube zumindest, dass es damit halbwegs zusammenhängt. Also ich glaube es. So, aber an sich passen die sich, glaube ich, nicht so krass an die Region in Japan an.
Ich weiß nicht. Ich glaube, allgemein war das auch so, dass die so ziemlich jeder Region, also die in Japan auch wirklich war, ich meine, die hatten da, also die ersten vier Regionen sind ja komplett auf Japan basierend. Genau. Nur nicht die Namen sind 1:1 übernommen worden, irgendwann außer Kanto. Kanto war richtig. Kanto war richtig. Johto, glaube ich, heißt auch schon anders. Johto aber, wusste ich jetzt nicht, dass es in Japan existiert, aber Kanto war auf jeden Fall Japan. Ja, Kanto gibt es in Japan, das ist die richtige Stelle, richtiger Name und alles. Die anderen drei Regionen danach, die gab es auch da in Japan. Ich meine, Höhen oder wie auch immer, aber ist die südliche Insel und Sinnoh. Ich glaube, Sinnoh ist die nördliche, die größere Insel da. Meine ich. Na, gab es ja noch die Islands, die fand ich am coolsten früher. Bei Kanto. Mhm. Ja, die waren dann später, die kamen ja, glaube ich, mit dem Remake dazu. Genau, mit Feuerrot Lagoon kam sie dazu. Ja. Gab es ja eigentlich ein Gold zu Silver? Ich glaube nicht, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Na ja, gut. Dann am besten kommen wir wieder zurück. Haben wir genug über Inseln geredet? Apropos vier Inseln. Ja. Na, also jetzt zusätzlich zu vier Inseln gibt es ja auch passend den Vierfach-Battle-Modus. Mhm. Doppelkampf war ja nicht mehr gut genug und Dreifach-Battle oder Rundumkampf war ja auch nicht mehr gut genug. Jetzt müssen vier Leute gleichzeitig kämpfen, was ich ziemlich interessant finde, anstatt dass man einfach nur vier Pokémon in den Ring wirft. Was hältst du denn davon? Naja, das, was du gerade erwähnst, ist ja normales Free for All. Einfach vier Pokémon in den Ring werfen, das gibt's ja schon seit X und Y. Also Free for All existiert schon lange, ist einfach ein Doppelkampf und ja, alle gegen alle einfach. Aber die Sache ist halt die, beim Free for All in dem Sinne, in das eingeführt wurde, gewinnt der als erstes ein Pokémon umbringt, soweit ich das weiß. Also so irgendwie richtig komisch. Also wenn ein Pokémon tot ist, auf irgendeiner Seite ist Ende. Also jetzt im neuen Modus. Ja, weiß ich auch nicht. Ich finde einfach nur, dass das ziemlich cool aussah. Aber damals hat sie das... Ja, aber vom Gameplay finde ich es jetzt nicht so überragend. Ich habe mir da ein bisschen mehr erhofft. Ja, ich weiß nicht. Auf der E3 war aber meine Aufmerksamkeitsspanne, als sie das gezeigt haben, ein bisschen weiter unten. Weil das Gameplay am Anfang, was sie gezeigt haben, das war halt echt langweilig. Das war halt echt langweilig. Ja, ich fand auch die Leute, die das da kommentiert haben, war auch echt nicht gerade so geil. Da war nicht viel Interessantes, was sie dazu gesagt haben. Vor allem, weil alle Zelda sehen wollten und sich keine Sau da gerade für Pokémon interessiert hat. Wobei, Pokémon haben, da haben sie auch schon viel für Pokémon interessiert. Ja, aber alle haben halt Zelda erwartet, ne? Ja, das kam halt drin danach, 20.000 Stunden lang, und da hat auch keiner mehr Bock drauf. Nee. Naja, auf jeden Fall, es sieht halt irgendwie ganz cool aus, ob es halt ein Modus ist, den man wirklich in der Story benutzt, oder ob der vielleicht einmal vorkommt oder mehr so in den zusätzlichen Endgame-Content drin ist. Ich denke, es wäre cool, halt wenn man vielleicht mit einem, mit einer Quest, mit einer Mission von einem dieser Captains so ein Ding machen könnte. Das wäre cool. Sieht ja auch, das Ganze sieht ja, ist ja auch in so einer geschlossenen Arena, sieht ein bisschen wie so eine Show aus und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach so ein Modus ist, wie halt, keine Ahnung, Pokémon-Wettbewerbe, dass man in irgendeinem Ort da diese Arena hat und dann immer an dieser Show teilnehmen kann. Die wahrscheinlich noch zusätzliche halt Sachen. Ist es nur online möglich oder kannst du es auch so machen, weil dann frage ich mich, wo ist dieser Ort? Keine Ahnung. Wo könnte dieser Ort sein? Es ist nur eine Idee jetzt von mir, ne? Mhm. Ja, ich meine, keine Ahnung. Machen, aber du kannst dann einfach irgendwie online so eine Battle-Arena hinstellen mit tausenden Leuten im Publikum und die es halt gar nicht nirgendwo gibt halt. Ne? Die muss das schon ja, das ist halt... Oder es ist halt irgendein Endgame-Content. Ich meine, es gibt immer irgendein kleines Extra-Gebiet, was weiter weg vom Rest der Region ist. Das fand ich bei Sinnoh relativ cool. Mit dem Erholungsgebiet oder... Nee, genau. Oder das Areal hieß es, glaube ich. Und das war relativ nice, ja. Und dass man da vielleicht in dem kleinen Gebiet halt seinen Extra-Content da hat. Ich meine, das kann gut sein, wer weiß. Die haben auch jetzt nicht so viel dazu gesagt, glaube ich. Zu dem Modus. Naja, aber so viel dazu. Kommen wir mal zu was anderem Interessanten, und zwar zu den Charaktern. Wir haben ja einige Charakter schon gesehen, also so die typischen Begleiter, die Figuren, die wir spielen können. Mhm. Und mögliche Rivalen.
Das ist halt das, was ich immer so in den Trailern mich gefragt habe. Wer ist jetzt der Rivale? Es ist jetzt... Die Sache das ist halt die, dieser in Klammern, Rivale, der etwas braune Junge. Ja, der hat Tali ja, oder so heißt der, ne? Tali, Palip, keine Ahnung wieso. Ja, ich hab keine Ahnung, wie er auf Deutsch so heißt. Der hat ja das schwächere Pokémon von den Starten. Ja, und das ist halt so... Ich meine, der ist praktisch Bell. Mhm. Nur, er ist praktisch Bell. Er guckt viel zu nett. Er nimmt das schwächere Pokémon und ist wahrscheinlich überhaupt keine Herausforderung. Was ich mich halt frage ist, ich glaube, wie hieß die Lilly? Diese Unterstützerin vom ja. Professor? Die kämpft ja? Die kämpft nicht? Die kämpft nicht, die ist friedlich. Hat man dann irgendeinen Rivalen oder haben sie den ich dann wirklich einfach, gespart? Dass du den anderen Protagonisten als Rivalen hast. Ah, es ist aber langweilig. Das ist aber das, was die auch alle Maler immer machen. Ja. Aber es ist halt, keine Ahnung, ich fand halt sonst die Rivalen immer ziemlich cool, vor allem in Schwarz. Und Weiß, vor allem in Schwarz. Cool. In Schwarz war das halt cool, weil du einfach drei Rivalen hattest. Ich fand Schwarz und Weiß 2 besser, der einzelne Rivale. Allein der Soundtrack war richtig cool. Also Schwarz und Weiß 2? Mhm. Ah, ich hab das nicht gespielt, aber ich hab gehört, das soll sogar ein ziemlich harter Rivale sein. Also der kann dir ziemlich gut aufs Maul hauen. Mhm, das. Wie hieß der denn nochmal? Ich such mal ganz kurz. Das wir sind der, richtig professionell und vorbereitet, wie ja, man merkt, aber Leute. Es ist halt das Podcast. ist halt. Ja, da kann man nicht irgendwie. Man weiß nie, auf was für Themen man kommt. Ja, heißt Huge oder Hack oder so. Huge, ne? Huge oder keine Ahnung wieso. Ja. Aber ich fand, der war einer der coolsten Rivalen, den wir hatten. Fand ich. Ja. Der hat ein cooles Aussehen, der hat einen coolen Style. Den finde ich nice, ja. Aber ich fand auch N immer ziemlich cool, vor allem weil er irgendwie immer ein komplett anderes Team hatte. N war auch nice, ja. Aber der war ja im Endeffekt nicht böse. Der war ja eigentlich friedlich. Ja, er hatte schon so eine Anti-Held-Rolle irgendwie. Es war kompliziert, aber ich fand's ziemlich cool. Er wurde halt cool ausgenutzt von seinen ja. Leuten, naja, das wäre so. Aber ich find's halt ein ziemlich cooles Konzept und ich mag das halt eigentlich, dass man einen Rivalen hat, der so eine kleine Challenge darstellt. Und wenn jetzt dieser Tali einfach das schwächere Pokémon nimmt, wo ist die Challenge? Es sei denn natürlich, du hast dann dein Counterpart des anderen Geschlechts dann ja, da. Ja, das ist halt... aber da ist halt immer so die Sache, die haben halt den Figuren, glaube ich, nie so viel Charakter gegeben, es sei denn, sie kamen im Anime vor. Aber dann hatten sie auch nur durch den Anime wirklich einen Charakter und nicht im Spiel selber. Und das fand ich halt in Schwarz und Weiß gut, dass sie es geändert haben. Dass es halt eben nicht mehr so ist, aber naja, mal schauen, was sie machen, ne? Andere interessante Charakter, die wir gesehen haben, sind die vier Ketten der Insel. Mhm. Was mir halt aufgefallen ist, die sind alle scheiß jung. Ja, vor allem der Elektro-Typ sieht sehr, sehr jung aus. Ja, aber hier auch diese Wasser, ist das. Mädel. Ist das ein Sie? Ist ich das glaub, ein Er? Ja, ist ein Mädel. Aber der Einzige, ja, ist ein der Mädel, halt ist älter aussieht, ist der mit dem Feuer. Ja, genau, aber der sieht halt auch einfach nur so ein bisschen bufft aus. Ja, weil er jetzt so ein bisschen Sixpack hat, ne? Ja, genau. Aber im Prinzip, ne, die sind irgendwie alle scheiß jung. Unter ich meine, 18 so ungefähr. Der eine würde ich 17 schätzen, der andere so alle so 15. Die sind wahrscheinlich alle so ein bisschen im Alter des Spielers. So ein bisschen. Finde ich dann aber komisch, so die als Captain zu nehmen, weil das würde halt einfach nicht ins Schema passen, weil ich meine, was hast du so früher für Arena-Leiter? Du hattest ja auch diese alten Arena-Leiter, die ganzen Weisen hattest du immer dabei. Ja, du hattest halt ziemlich viel Variation drin und hier, das sind halt alles total junge Charaktere. Das finde ich halt ein bisschen seltsam, warum sie es halt so gemacht haben. Vielleicht haben sie sich was dabei gedacht. Ich hab halt absolut keine Ahnung. Vielleicht hat das wirklich einfach was damit zu tun, dass es keine Pokémon-Liga gibt und dass die so ein bisschen selbsternannte Captains der Insel sind, weil sie die besten Trainer da sind und weil vielleicht viele Erwachsene nicht kämpfen oder so. Keine Ahnung. Ist halt schwer zu sagen, ne? Ja, das ist, naja. Ja, dann haben wir noch Hader, ne? Das ist ja der Inselkönig. Mhm. Was ja auch eine ganz, ganz neue Rolle in das Spiel mit einbringt. Die Inselkönige, nur mal für die Leute, die es nicht wissen, es gibt auf jeder Insel einen Inselkönig oder eine Inselkönigin und diese Person wird halt von einem Schutzpatron der Insel
erwähnt. Das ist zum Beispiel Tapu Koko, auf Deutsch Kapuriki. Dieses Elektro-Fee-Pokémon, was aussieht wie ein Tiki. Das ist der Schutzpatron der Insel Mele Mele. Und dieser Schutzpatron hat halt Hala zum Stammesführer bzw. zum Inselkönig ausgewählt. Mhm. Und das ist so gesehen dann der Champ dieser Insel, den du halt am Ende besiegen musst, ist dein Gegner halt auf der Insel. Mhm. Bisher hat man jetzt noch Hala gesehen, also glaube ich zumindest. Mir fällt jetzt kein anderer ein. Es ist ja eigentlich so wie eine Top 4, wenn man es mal ganz kurz nimmt. Die Captains sind die Top 4 und der Champ ist halt so gesehen der Inselkönig. Nur so bildlich betrachtet. Mhm. So kann man es halt bezeichnen. Aber was ich halt auch sehr interessant fand, jetzt nochmal auf die Captains zuzukommen. Team Skull wurde ja jetzt auch gezeigt. Und im Prinzip haben sie nicht nur ein bisschen so das Image einer Straßengang, sondern die sind praktisch eine Straßengang. Und im Gegensatz zu allen anderen Teams, wo wirklich auch viele Erwachsene dabei waren. Die kommen ja sehr harmlos rüber. Die, was heißt harmlos? Das sind halt alles junge Leute. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also, die Captains sind alle recht jung, Team Skull ist recht jung. Ich weiß nicht, vielleicht ist es... Ich meine, du hast so einen Giovanni gehabt, der war über 40, dann hast du so einen, wie heißt der nochmal, Cyrus gehabt, dann... Ja, der war auch älter und alles. Jesus, Alter. Ja, zum Beispiel, ja, die waren halt alle älter, das waren halt Teams aus vielen Erwachsenen, vielleicht auch teilweise Jüngere, ne, in den Spielen waren es ja immer die gleichen Modelle, aber hier ist es einfach eine Jugendgang, eine Straßengang, was ich halt auch recht interessant finde, ich weiß jetzt gar nicht, was sie vorhaben. Ich habe auch mal ein Video darüber gemacht, dass, Guzma, der Leiter von dem Team, einfach einen sehr krassen Hass auf die Captain hat und dass es halt vielleicht so war, dass er früher selber ein Captain war. Weil, er hat Stress mit Hala, er hat Stress mit den Captains und die zerstören diese Missionsgebiete immer. Mhm. Das ist halt deren Aspekt, den sie haben. Die zerstören halt die Missionsgebiete und haben was gegen die Missionen und die Missionsleiter. Und ich glaube halt einfach, dass er früher ein Captain war und einfach rausgeschmissen wurde und deswegen so einen Hass drauf hat und deswegen auch im gleichen Alter ist wie die Captain zum Beispiel. Ja, das wird halt auch Sinn ergeben. Wie gesagt, da ist auch die andere, die eine Leaderin, die man gesehen hat, ich weiß nicht, wie die heißt, aber die so ein bisschen aussieht wie so ein japanischer Ganguro. Ja, wenn du weißt, wie ich meine. Auf der Poké-Wiki, auf der Pokémon-Seite von Sonne und Mond kann man zum Beispiel auch lesen, dass die sich um die kleineren Leute kümmert. Genau. Und die beschützt und das kam halt schon so ein bisschen suspekt rüber. Es kommt mehr wie eine Familie rüber, als wie eine Gangster-Shit. Ja, aber was heißt Gangster? Es ist halt eine Jugendgang. Ich meine, Jugendliche raffen sich auch zu Gangs zusammen, einfach nur, weil sie da irgendwie Zugehörigkeit suchen. Ja. Und das finde ich halt unfassbar interessant, dass sie das da einbauen. Und das scheinbar dann generell... Bisschen so wie man das Thema, ja. Ja, so generell, wie man das auch gesehen hat, das scheint sehr, sehr viele junge Leute zu geben. Und, keine Ahnung, was da los ist. Ich meine, man hat ja schon in Kanto gesehen, dass es nicht viele Erwachsene gab, aber das Thema wurde nie so stark behandelt, außer halt vielleicht mit den Theorien des Pokémon-Kriegs. Mhm. Aber hier bei Sun und Moon ist mir halt stark aufgefallen, dass es scheiß wenig Erwachsene gibt. Vor zumindest allem, was wir bisher gesehen haben. Dass es scheiß wenig Protagonisten, beziehungsweise Antagonisten oder allgemein spezielle Charakter, die gezeigt wurden, das sind alles kleine Leute, das sind alles Jugendliche, das war halt bei den anderen Spielen nicht so. Du hast immer die Erinnerte, die noch krass alt waren oder halt, naja, irgendwelche Sidequest-Leute. Es ist auch nicht so, dass irgendwie scheinbar das Ziel ist, keine Ahnung, wir wollen das Universum zerstören, um ein neues zu machen, wie Cyrus das wollte oder so. Oder irgendwie eine mafiaartige Organisation. Ich glaube, die haben nicht mal ein richtiges Ziel, sie zerstören einfach die Missionsdinger. Ja, es ist einfach so, es ist halt so eine Insel, ne? Es ist einfach so Inselprobleme. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die irgendwie was mit den legendären Pokémon machen würden. Was ich mich da auch frage einfach ist, ja doch, sie könnten vielleicht die legendären Pokémon suchen, um halt mehr Chaos zu stiften. Ja, aber ich würde denen das nicht zutrauen, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich nicht. Vielleicht ist ja der Boss einfach wahnsinnig. Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass wir das gesehen haben, ne? Ja, klar. Wie Flordelis. Wer weiß. Ich weiß nicht, ich finde es halt sehr interessant, aber ich frage mich auch, was man dann für eine Story erzählen möchte. Weil es sieht halt nicht aus, als ob man diese typische, ich will nicht sagen, möchte gerne epische Pokémon-Geschichte erzählen möchte, aber man hat es halt immer so ein bisschen episch aufgebaut.
Auch wenn die Story halt überhaupt nicht tief war oder sonstiges, aber man hat halt immer irgendwelche großen Ziele hatten, die Bösen alle umbringen, Welt zerstören, keine Ahnung. Ja, so großes legendäres Pokémon gerufen, hat nicht funktioniert, du fängst das Pokémon, besiegst den Bösen und Ende. Oh mein Gott, du hast es gefangen, wer hätte es gedacht? Ja, das ist so, das gibt's halt scheinbar hier nicht. Also ich weiß nicht, ich könnte es mir halt nicht so vorstellen. Ja, das ist halt, das wirkt halt alles ein bisschen abgeflacht oder ein bisschen kindlicher, muss man sagen, da hast du schon recht. Mhm. Naja, mal schauen, was für eine Story die dann da einbringen. Ich meine, wenn sie halt noch nicht so viel zeigen, vielleicht ist es auch einfach so die Sache, die behalten noch schönen Story-Aspekte und einige Charakter für sich und zeigen eher lieber Pokémon. Mhm. Es könnte vielleicht auch so eine Sache sein, das könnte halt auch ein guter Aspekt sein, aber ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll zu den Kindlichen. Es wird halt alles so ein bisschen auf eine jüngere Zuschauerschaft jetzt aufgebaut. Vielleicht war es ja gewollt, dass sie es so machen. Könnte durchaus sein. Aber das müssen wir halt abwarten, bis das Spiel kommt, ne? Bis dahin sag ich, das war's für den Podcast. Ich glaube, wir haben keine Themen mehr, oder? Wir sind gut. Fertig für deinen Teil. Ja. Wir sind fertig. Ja, ich glaube, wir sind fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Beim Zirlo gibt's noch einen weiteren Podcast, wo wir nochmal spezifischer über andere Dinge reden, wie über die Pokémon-Designs, über die Alola-Form, Mega-Entwicklung und sonstige Sachen. Also mehr so Spezifisches, mehr auf die Pokémon an sich gerichtet. Schaut vorbei, wenn ihr Bock habt. Oder? Sollten sie. Ja, sollten sie, ne? Ja. Ja. Da unten seht ihr den letzten Podcast und keine Ahnung. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.